Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Kanal Das Geheimnis des Tees. Heute habe ich schon wieder, neue ausgetrunkene Tüten für euch, die ich endlich wegschmeißen möchte. Ich möchte endlich den Müll loswerden. Deswegen zeige ich dir, welche Tees haben es diesmal in das Video geschafft. Viel Spaß beim Schauen. Einiges ist es geworden diesmal und wie immer greife ich einfach mal random rein und zeige euch hier den ersten Tee. Das war die Ernte des letzten Jahres, Sweet Lullabies von Xi'an Tee. Ein wunderschöner Tee, den ich auch dieses Jahr nachgekauft habe. Zwei Tüten habe ich da, es sind mittlerweile nur noch anderthalb Tüten und ich muss euch sagen, das ist für mich, der ich kein Alkoholtrinker bin, mein Weinersatz am Abend. Er ist süffig, er bringt die Energie wirklich nochmal runter und ja, der ist ganz, ganz süß, auch ein bisschen schwer von der Art her und sehr angenehm auf jeden Fall. Sehr zu empfehlen, auch für Anfänger. Gabba ist eh gerade für den Abend sehr schön, aber auch für kalte Tage, für kalte Nachmittage ist der absolut zu empfehlen. Ich habe ihn schon nachgekauft, ich werde ihn immer wieder kaufen. Also Sweet Lullabies von Xi'an Tee. Kommt auf jeden Fall wieder in mein Haus. So, das ist etwas, was gerade heute leer geworden ist. Ein Jinjin Mei von Liu Tea Art. Ein leichter Tee, leicht malzige Noten, sehr schön, viel besser als der, den ich letzte Mal von Liu Tea Art hatte. Ich glaube, ich werde mir den hier wirklich nochmal genauer anschauen und vielleicht noch ein bisschen mehr in der Menge mitnehmen. Sonst schöner Tee, nicht so golden tippy, wie man vielleicht in Jinjin Mei gewöhnt ist. Dennoch sehr ausbalanciert, wärmend und ich glaube für den Winter jetzt genau das Richtige. Ja, weg damit. Da bin ich ein bisschen traurig, dass der alle ist. Ein Dongding Oolong von Meilan, von meiner Teemeisterin, vom Belgium Chinese Tea Art Culture Zentrum. Der Name ist so lang. Wunderschöner Dongding Oolong, ein wunderschöner Tee, auch sehr wärmend. Im Sommer habe ich den nicht getrunken, aber jetzt, wo die Tage wieder ein bisschen kühler werden, ist das hier genau das Richtige. Es ist ein Dongding, der traditionell und handgemacht ist. Er ist mit Kohle nachgeröstet, dementsprechend hat der wirklich, wirklich sehr schöne, tiefe Energie, Trockenfrüchte kommen durch und er ist einfach nur angenehm und sehr zu empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich noch was da habe von dem. Die Tüte ist auf jeden Fall alle. Schade. So, ein Lapsang Souchong Unsmoked. Ich mag den Smoked überhaupt nicht. Ich mag generell nicht so gerne geräucherte Sachen und dementsprechend ist dieser Tee hier wirklich eins meiner Highlights. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, wenn ihr schon länger schaut, dann werdet ihr immer mal wieder so eine kleine Tüte sehen. Ich habe die vor Jahren geschenkt bekommen und hüte die wie mein Augapfel, aber es gibt so manche Tage, da habe ich echt Lust drauf. Und sind wir mal ehrlich, eigentlich muss Tee getrunken werden. Tee darf genossen werden. Und deswegen bringt es nichts, sich an Dinge zu hängen. Man darf sie auch irgendwann mal loslassen. Aber ich habe auch noch ein paar Tüten davon, von diesem kleinen hier. Mir geht also noch nicht aus. Ich glaube, drei oder vier nenne ich noch mein eigen. Und dann ist er tatsächlich alle. Dann ist es sehr, sehr traurig, weil das ist wirklich, wirklich ein schöner Tee. Schwarztee.
wärmend, schokoladig, fein, süß, aromatisch. Es ist wirklich ein Tee, der für besondere Tage, ja, der an besonderen Tagen genossen werden darf. Leider diese Tüte alle, aber ein paar sind noch da. Was haben wir hier? Einen Lishan Hochland Oolong. Hier durfte ich nur die letzten paar Gramm genießen, denn der kommt von meiner Freundin, denn die trinkt nichts anderes außer diese relativ hellen, wenig nachgerösteten Oolongs. Es war ein schöner Tee, hat mich nicht unbedingt vom Hocker gerissen, würde ich nicht nochmal nachkaufen. So. Ist alle, weg damit. Hier haben wir einen Dunpien Oolong. Formosa Lishan, also ein Taiwan Oolong aus dem Jahr 2019. Dunpiens Winterblatt gehört so zu meinen Lieblingstees überhaupt. Dunpien sind Tees, die im Winter geerntet werden, aber der Begriff Winter wurde jetzt ja schon ein bisschen ausgeweitet. Also ab die Oktoberernte gilt teilweise schon als Winterernte und mag man halten, was man will davon. Der hier ist aber ein wirklich schöner Wintertee gewesen. Sehr elegant, sehr leicht, nicht sehr komplex. Ich habe ihn nachgekauft. Tee Kontor Kiel, kriegt ihr ihn auch noch. Ich habe ihn als Probe mitbekommen, als wir in Norddeutschland unterwegs waren, als wir durch Kiel gefahren sind, und habe mir danach auch die größere Packung geleistet. Weg damit. Einen Tiguan Yin aus dem T-Sign 77 hier in Berlin. Wenn ihr mich länger verfolgt, wisst ihr, dass ich Tiguan Yins eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Gerade die grünen Tees, dabei geht es mir nicht gut. Ob es Sommer ist, ob es Winter ist, ist völlig egal. Ein Tiguan Yin kommt mir nicht in meine Teeschale. Aber die etwas traditionell zubereiteten Tiguanins, wie zum Beispiel Meilan sie auch hat, die etwas dunkler sind, die vielleicht noch nachgerüstet wurden, vertrage ich sehr gut und kann sie durchaus öfter mal trinken. Dieser Tee hier ist ein dunklerer Tiguanin, der sehr ausgereift ist, leicht wärmend. Man merkt noch den typischen Tiguanin-Charakter, aber er stört mich überhaupt nicht. Er ist angenehm. Es ist kein Tee für jeden Tag. Ich muss schon Lust drauf haben. Aber es kam, und deswegen ist die Tüte auch leer, vor, dass ich Lust drauf hatte. Und deswegen ist er auch schon wieder eingezogen. Also es ist ein durchaus schöner Tee. Ein Tee, der mal nachgekauft werden darf. Aber ich habe eigentlich auch genug anderen Tee. Last but not least, ein Baiyachilan Light von den Liu Tea Art. Ein sehr schöner Tee, und ich hatte die Ernte aus dem letzten Jahr gehabt und die habe ich jetzt dieses Jahr ausgetrunken. Ich glaube, ihr habt ihn in einem Video gesehen und habe mir die diesjährige Ernte nachgekauft. Das ist eine kleine Probepackung, weil es gibt mehrere Chilans zur Auswahl. Die Tees sind sehr gut. Sie sind wirklich sehr überraschend geschmackvoll. Sie sind wesentlich anders als der Tee, den ich letztes Jahr hatte. Also dieser Tee lohnt sich wirklich einmal anzuschauen. Geschmacklich, es fällt mir mal super schwer, den zu beschreiben, aber ich mochte ihn wirklich gerne. Und die größere Packung ist immer noch da. Wartet, hier ist sie. Hier. Da, hier habe ich den. Der gleiche, seht ihr mal. Der große und einmal den kleinen. Ist der gleiche. Den Light habe ich hier. Mir hat er gut geschmeckt, mir hat er gut getan. Er ist mir sehr gut bekommen. Er hat mich sehr schön aufgeweckt. Und genau, deswegen würde ich ihn auch noch mal nachkaufen und ihn vielleicht bis nächstes Jahr zum Lagern hinlegen. Denn die Tees sind ja auch leicht geröstet und die können durchaus noch ein bisschen nachreifen. Deswegen bin ich gespannt, aber leider wird der quasi nicht bis nächstes Jahr überleben. Sind wir ehrlich, schafft er nicht. So, das war's auch schon. Das waren meine Teetüten, die dürfen jetzt weg. Die dürfen jetzt
in den Mülleimer verschwinden und ich bin wieder ein bisschen leichter. Aber es ist ja das ein oder andere Paket noch angekommen mit Tees. Deswegen darf ich jetzt weiter austrinken. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem doch einen Daumen nach oben. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere den Kanal, denn hier wirst du immer mehr Videos sehen, gerade zu diesem Thema. Wenn dich die ausgetrunkenen Videos besonders interessieren, dann gibt es keinen Grund, warum du die Glocke nicht drücken solltest. Genau. Bis dahin.